Also gerade eben, ja, für mich ist es gerade eben, weil ich bin das direkt auf das letzte Rennen am Aufnehmen danach. Und letzte Rennen startet. Guter Start, aber davor die Leute haben keinen guten Start hingekriegt. Wodurch wir einen Platz verloren haben. Die Frage ist, wie viel Reifen verbrauchen wir? Und ich hoffe, dass der nächstjährige Wagen deutlich besser ist als der diesjährige. Weil es immer unsere erste Saison in der Asiameisterschaft. So auf Hochstellen und auf aggressiv. Dadurch verbrauchen wir ein bisschen mehr Reifen zwar. Oh, oioioi. Das sah übel aus. Weil so schnell wie der in der Box war, konnte ich nicht gucken. Hoioioi, das war mal ein Abflug. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der so abfliegt. Man hat richtig gesehen, dass die Reifen blockiert haben. Guck mal, da gibt es jetzt keinen Safety Car, ne? Sonst gibt es überall Safety Car, nur wenn meine Fahrer rausfliegen, gibt es eine gelbe Flagge. Naja, Chitino hat immer ein paar Rennen, wo er rausfliegt. Deswegen, das muss in der nächsten Saison definitiv abgestellt werden. So zweimal da was machen pro Saison. Weil, okay, manchmal kann er nichts für, aber zu oft soll es halt nicht passieren. Vorne sieht es gut aus. Vidal führt. Wie hat denn der das geschafft? Es fängt an zu regnen. Boxengasse, Intermediates. Tanken brauchen wir mal nicht. Also so, dass wir so schnell wie möglich aus der Box wieder rauskommen. Und das könnte genau der richtige Zeitpunkt sein. Eine Runde, vielleicht eine Runde zu früh, aber wir gucken mal. Guter Boxenstopp und weiter geht's. Könnte natürlich jetzt eine Runde zu früh sein, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Es wird aber auf jeden Fall wieder trocken und die erstmal weiter. Die fahren alle weiter. Das ist natürlich jetzt ja für uns perfekt. So, dass wir nicht getankt haben, ist auch nochmal gut. Und wir sind dran an unseren Vorderleuten. Die alle jetzt erst reinkommen. Und die ersten fahren immer noch weiter. Wollen die etwa mit den Trockenreifen das ganze Dings durchfahren oder was? Da kommt einer raus. Jawohl, wir haben die so überholt. Der Idiot, Mann. Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Ja, du behältst die Reifen. Wir tanken. Toll. Jetzt haben wir eine super Strategie gehabt, ne? Und der Idiot fährt uns in den Heckflügel. Was für ein Volltrottel. Nur, dass ich das so sagen muss, aber jetzt hat der auf jeden Fall unser Rennen zerstört. Wir wären sicher jetzt unter den Top 10. Definitiv. Und jetzt dümpeln wir auf dem letzten Platz fast rum. So, verreck in der Boxengasse. Nur weil der so lange mit den Trockenreifen fahren wollte wie möglich, ey. Haha, der bleibt immer noch in der Boxengasse stehen. Geschieht ihm recht. Hat unser Rennen zerstört. Chitino ist rausgeflogen. Okay, das kann mal passieren, aber wieso fährt der uns in den Wagen? Wenn ich merke, es fängt an, stärker zu regnen, dann fahre ich nicht weiter mit Trockenreifen, sondern wechsle auf Intermediates. Einzige Hilfe, die mir sein kann, dass ich vielleicht im richtigen Moment halt wieder auf die Trockenreifen wechsle. Oder ein Safety Car natürlich. Na, ein Safety Car wäre sogar noch besser. Dann würde ich da jetzt sogar direkt auf die Trockenreifen wechseln. Macht dir denn so. Ah, da sind nicht noch ein paar ins Auto gefahren.
Die Reifen werden auf jeden Fall halten, dass wir die wechseln. Wann bleibt man eigentlich... Oh, die holen Trockenreifen. Das ist ein Fehler jetzt schon. Das ist zu früh. Definitiv. Okay, sie müssen jetzt natürlich nicht mehr wechseln. Ne? Das ist ein kleiner Vorteil für die. Wir sind schneller als unsere Vorderleute. Vielleicht können wir auch Larsen verpflichten, die war letztes Jahr auch nicht so schlecht, also fahrermäßig dürfte eigentlich noch nicht mal so schlecht sein. Mal gucken. Ja, wir können eigentlich nächste Runde reinkommen. Ja, einmal Mediumsreifen und dann nochmal am Schluss auf die Softreifen. Hoffentlich ist das jetzt die richtige Entscheidung, jetzt in die Box zu kommen und nicht halt eine Runde später, weil die Strecke ist noch ein bisschen nass da. Okay, jetzt wird wieder nass. Dann kam sie mal mit den Reifen der Boxenstopp geschief. Ja, ganz toll. Jetzt haben wir noch genügend Vorsprung, nicht überrundet zu werden. Ich will... Ach, die will Intermediates haben. Nö. Du bleibst auf den Regenreifen jetzt auf den Trockenreifen jetzt draußen. Gucken wir mal, sind wir schneller? Ja, wir sind schneller. Aber hätte ich gewusst, dass es jetzt wieder anfängt zu regnen, wäre ich auf Trockenreifen gegangen. Und das wird ein richtiger Regenschauer. Oh, wir haben einen überholt. Ja, jetzt sind auf jeden Fall die Trockenreifen die richtigen. Das ist wieder so Regenreifen. Den Dreck auf Regenreifen. Gehe ich später natürlich auch, aber jetzt schon auf Regenreifen zu wechseln ist sowas von zu früh. Die Strecke ist fast trocken. Okay, für uns natürlich ein Vorteil. Okay, jetzt noch auf Trockenreifen zu wechseln. Ja, ist vielleicht noch die richtige Variante. Danke sehr. Viele vor uns auf Regenreifen natürlich unterwegs jetzt. Oh, die Reifen auf mal Medium setzen, auf Neutral setzen. Die verbrauchen gerade so viel Reifen, ist echt unglaublich. So, Platz 12 dürfen auch lock überholen jetzt. Dafür, dass wir einen Boxenstopp haben? Wow. Und der 11 ist auch nochmal auf den Regenreifen unterwegs. So, auf Seite fahren. Danke sehr. Toll, was wäre gewesen, wenn Gentino nicht rausgeflogen wäre? Es fängt an zu regnen. Oh, Intermediates sind natürlich jetzt eine gute Variante, aber ich will, wenn es geht, direkt auf die Regenreifen wechseln. Das heißt, lieber eine Runde ein Stückchen langsamer fahren. Es wird aber wieder trockener, ne? Oh Gott, was ist das für ein Rennen? Komm mal in die Box und hol dir Regenreifen. Tanken müssen wir nicht. So, meine Güte. Jetzt sind die alle reingekommen und Intermediates. Und jetzt ist es gleich so nass, dass wir Regenreifen brauchen. Zack. Guter Boxenstopp mit Regenreifen jetzt raus. Okay, könnte jetzt im ersten Moment jetzt langsamer sein, ne? Aber so schnell, wie das hier nass wird. Nicht schlimm, nicht schlimm. Und die jetzt auf Trockenreifen unterwegs sind, komplett falsch. Intermediates ist noch okay. Also ein Top-10-Ergebnis, das wäre schon was Feines. Wenn wir das so rausholen würden. Okay, es ist nicht lange, ne? Also
Den Termin fahren wir am Schluss auf jeden Fall durch. Vor uns eben. Ja, gerade eben noch locker überholt, weil wir Regenreifen hatten und der Intermediates und jetzt genau andersrum. Den Intermediates hole ich mir auf jeden Fall am Schluss. Damit sind wir auf jeden Fall schneller unterwegs als mit den Regenreifen. Larsen müssen wir aufpassen. Larsen ist ziemlich weit vorne. So, Hamilton natürlich mit einem Stopp, der viel zu spät ist. McNeil hat gerade viele Punkte. Und jetzt ist es eigentlich immer ärgerlicher, dass Trentino sich halt abgeschossen hat. Hier wären Punkte drin gewesen, sehr wahrscheinlich. Ich geh mal Volldampf. Versuch mal ein paar Plätze noch gut zu machen. Also ich will mit Regenreifen natürlich nicht durchfahren jetzt. Das ist verkehrt. Nachtanken muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen. Aber die Reifen werden schnell warm. Von daher jetzt mal in die Box kommen. Die letzten paar Runden noch Intermediates aufziehen. Nicht zu viel lang. Und los geht's. Hoffen wir, dass jetzt die richtige Entscheidung ist. Ist zwar noch sehr, sehr nass, aber die Strecke wird sehr schnell trocken. Aber könnten natürlich reifenmäßig jetzt die bessere Variante sein. McLeod geht auf. Irgendwie auf gar nichts. Intermediates. Bitte funktionieren. Jawohl. Na, vielleicht kriegen wir es noch hin. Die Reifen von denen lassen natürlich jetzt stark nach. Wir haben natürlich jetzt die deutlich besseren Reifen. Und holen deutlich auf. Okay, das könnte interessant werden, wenn die natürlich jetzt alle durchfahren. Ich glaube, die Punkte schaffen wir es auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir könnten es gegebenenfalls noch zumindest mal, ja, Platz 8 bisher schaffen. Vielleicht, mal gucken, wir haben 25 Sekunden Rückstand. Vielleicht wird es ja noch was. Wir holen sehr stark auf. Wenn die noch weiterfahren, und die fahren weiter, und halt jetzt, sagen wir, in der nächsten Runde in die Box kommen, ist zu spät. Oh, so wie wir aufholen, könnte das echt was werden noch. Wir haben jetzt in einer Runde fast 12 Sekunden aufgeholt. Nee, das könnte was werden. Gib Gas, Mädel! Weil die sind alle sehr, sehr langsam unterwegs. Platz 3 auf jeden Fall nicht, aber Punkte sind auf jeden Fall jetzt drin. Jetzt schnappen wir. Jawohl, Platz 7. Platz 6. Platz 5. Platz 4. Boah, wie geil. Platz 3 sehr wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt übertrieben halt, aber trotzdem. Eine Runde mehr und wir wären auf dem Podest gewesen. Und Platz 4. Geiles Rennen. Da muss ich doch sagen, am Schluss ein super Rennen. Unerwartet, eigentlich. Oh, Chirot hat ja ein richtiges Scheißrennen gehabt. Aber das war schon was Feines. Im letzten Rennen nochmal schön Punkte geholt. Und es ist so jemand ins Heck gefahren, ein anderer Fahrer ist rausgeflogen. Ich glaube nicht, dass wir schnell zur Runde gefahren sind, aber vielleicht sind wir sogar gefahren. Sehen wir jetzt mal. Ja, wir haben einmal... Wieso kriegen wir bitte die Durchfahrtsstrafe? Er ist uns drauf gefahren. Und wir kriegen doppelte Punktzahl. Das heißt sogar, die hat in einem Rennen mehr Punkte gemacht als die anderen beiden. In der kompletten Saison.
Okay, Krüger hat auch 6 Punkte. Das heißt, wir sind... Okay, McNeil kriegen wir auf jeden Fall nicht. Wir sind aber 6. sicher. Jawohl. Sicher in der nächsten Runde. Ja, sogar 1 Punkt pro Rennen geholt ungefähr. Also ein bisschen mehr. Das ist schon mal positiv für die nächste Saison. So, und jetzt auf jeden Fall noch, bevor die Folge zu Ende ist. Oder wohl? Doch, machen wir. Die Verhandlungen mit Shintino starten für die nächste Saison. Damit da alles perfekt ist. So, Moral natürlich nicht so gut. Und was passiert denn hier mit dem? Hat er sich verletzt oder was? Deshalb war mir deutlich schlechter geworden. Vielleicht kriegen wir noch einen anderen Fahrer doch noch irgendwie. Mal gucken. Das machen wir erst auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und bis dahin. Ciao.